Ara Beauty Perfection Set. Jetzt haben wir im vorigen Video einen Aufheller, einen 2-in-1 Concealer besprochen. Jetzt kommen wir zur Luxusdose natürlich, das Rouge. Und Rouge ist für mich was ganz Wichtiges. Erstmal von der Konsistenz werden Sie es natürlich schon zu Hause haben und deshalb sage ich ja auch danke für Ihr Vertrauen. Mir war wichtig in der Dose erstmal der Pinsel, zwei Farben, mit denen Sie das ganze Jahr modellieren können. Ob weniger, ob mehr, ob früher Sommer, ob Herbst, Winter, unabhängig davon passt sich's immer dem Haut-pH-Wert an, dem Hautunterton. Das ist mir ganz, ganz wichtig und entscheidend. Ebenso ein Rosenholzton und ein Peachton besitzen Sie immer selbst in der Haut. Wenn leichte Rötungen mal kommen und so weiter, wenn man im Urlaub pigmentiert, die Melanozyten, das sind Tonarten, die selbst in der Haut vorkommen. Und jetzt halt die Botschaft sozusagen an Sie. Rouge ist leider Gottes nicht überall möglich. Drum, ich arbeite ja ganz viel für Journalisten und in Magazinen, die sind immer ganz top, heiß auf meine Tipps, weil ich sage, überall rumzukreisen, macht zwar frisch, aber Face and Beauty Perfection ist Formverbesserung für Sie. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass Sie einfach die Möglichkeit mal verstehen für Ihr Gesicht. Ich nehme nochmal den Kopf ganz kurz zur Hand. Da werden Sie sehen, Sie werden nie feststellen, ist das 70, ist das 90, ist 20 Jahre, ist es Mann, ist es Frau, aber Sie werden feststellen, und das haben Sie alle schon gesehen, man hat eine Struktur im Gesicht, die maßgeblich dafür entscheidend ist, wo ein Wangenknochen sitzt, wo ein Brauenknochen sitzt, wie eine Länge ist, und das zeige ich Ihnen jetzt. Und dann machen Sie bitte einfach mal nur mit. Jede Frau, im Übrigen auch jeder Mann, hat einen Ohrknorpel. Ich zeige Ihnen das mal von dieser Seite. Ich rede nicht vom Ohrläppchen, vom Ohrknorpel. Und jetzt schauen Sie bitte mal bei mir ganz genau ran. Ab dieser Stelle, wenn ich den Mund öffne, ist genau das der Fall. Ab dieser Stelle ist genau dieser Punkt, wo Sie das Modellieren mit Ihrem 2-in-1-Rouge beginnen. Das bedeutet, ich darf Ihnen das nochmal zeigen, Ohrknorpel suchen, Sie schauen zur Nasenspitze, das genau genommen das zweite Drittel. Zeichnen Sie das auch gleich nochmal ein. Sie nehmen den wunderschönen, ganz zarten, sanften Pinsel. Und da vielleicht auch mal die Frage zu beantworten, Peter, ist das Echthaar, ist das Kunsthaar? Ich arbeite schon lange nicht mehr mit Echthaar. Erstmal aus ethischen Gründen Tierhaar. Sie kennen es alle vom Haarbereich. Wenn das Haar nass ist, Pinselhaar nass, in die Dose zurück, Bakterienfänger hoch 100. Und ich sage immer ganz ehrlich, meine Hand aufs Herz, welche Frau wäscht nach jeder Anwendung den Pinsel sofort aus? Sie nehmen mal nur, ich zeige Ihnen das mal kurz, wenn Sie den Pinsel benutzt haben, kurz drüber gehen oder Sie sprühen einmal nur mit Wasser drauf, sofort ist ein synthetisch nachempfundenes Echthaar wieder sauber und clean. Und von der Erklärung, weil die Fragen eben auch kamen, natürlich ist der Pinsel umsonst im Rouge mit dabei. Sie haben eine schmale Seite und Sie haben eine breitere Seite. Schmal zum Konturieren, zeige ich Ihnen gleich, und die breite Seite aufgelegt zum Weichzeichnen. Jetzt aber nochmal ganz kurz zum Haar. Dieses Haar wäre im Echthaarbereich ein Zobelhaar. Zobelhaar, das ist das teuerste Haar, das es gibt im Make-up-Bereich. Das Set kostet 39,99 €, da wird der Pinsel schon so viel kosten. Dieses Nachempfinden ist eine neue Technologie auf dem Kosmetikmarkt. Ich konnte das Haar viel, viel weicher nachempfinden und Sie merken es, wenn der Pinsel drüber geht, da geht ein Haar zum anderen wieder zurück und das ist genau diese Hochwertigkeit dieses Pinsels und der liegt natürlich mit bei. Da haart auch nichts, Sie sehen mal, wenn ich da zupfe und ziehe, da haart nichts. Ist ja klar, ein Echthaarpinsel, wenn der nass wird, irgendwann bricht er. Sie kennen es von dem Haar. Wie oft sagt man nicht frottieren und rüppeln und reiben? Also ein Giveaway sozusagen in der wunderschönen Rosé-Gold-Dose. Und jetzt zum Rouge. Zwei Tonarten, Sie nehmen das ganz normal auf. Sie werden auch feststellen, wenn ich in die Dose komplett reingehe, die Farben mischen sich nicht.
Also es ist die höchste Qualität. Seidenproteine habe ich mit einbauen lassen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Seide schwebt ja über die Haut drüber. Da gibt es keine Flecken. Auch wenn Sie mal leichte Hitzeattacken haben. Die Haut einfach zu viel Talkum produziert. Ach so, genau. Ist auch noch Maisstärke drinnen. Das war mir auch wichtig. Warum? Haft und Haltbarkeit an der Stelle, wo Sie es auftragen. Das garantiere ich mit dem Rouge. Und vielleicht, wenn Sie mal Lust haben, einmal ganz kurz mit der Nase ans Rouge gehen, weil die Frage war, oh Peter, was ist denn das für ein entzückender Duft? Meine ganze Linie ist natürlich auch eine Hommage an die Frau. Ich finde, wenn, ich will Luxus für sie verkaufen zum Preis, der wirklich, ich will nicht sagen lächerlich, aber bezahlbar ist. Make-up muss bezahlbar sein, sie müssen Freude haben, sie müssen so eine Dose einen Bart stehen haben und dazu Lust haben. Und dazu gehört halt in dem Bereich auch ein ganz minimierter Duft, was ganz Sensibles, was Frisches, wo man sagt, ah, oh, das ist gefällig für eine Frau, egal welchen Duft sie selbst tragen, das ist einfach so ein Wohlgefühl auf der Haut. Und wie man es macht, zeige ich Ihnen jetzt. Sie haben immer wieder mehr Kontur, weniger Kontur. Runde Gesichter brauchen mehr Kontur. Sie setzen Ohrknorpel, das ist der beschriebene Bereich. Sie schauen im zweiten Drittel. Erste, zweite, dritte Drittel. Sie bleiben im zweiten Drittel. Bitte dieses Reibe, 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 Nase ein bisschen hier, never ever. Ohrknorpel zur Nase schauen. Und für mehr Kontur sagen Sie bitte immer mehr Kontur unterm Knochen, unten, von außen nach innen und Sie stoppen in der Mitte Pupille. Also bitte als Tipp an Sie, wenn das Ihr Spiegel ist, nicht immer dieses, sondern Sie schauen gerade in den Spiegel, Ohrknorpel zur Nase, unterm Knochen für mehr Kontur, rundes Gesicht. So, und jetzt geht's weiter. Ich will 1, 2, 3 Drittel doch nicht einfach in der Mitte unterbrechen. Sie nehmen den Rouge-Ton bitte und schattieren ganz leicht zur Haarkante den Ton nochmal mit ein. Ich sage immer ganz leicht den Pinsel nehmen und zur Haarkante einblenden. Das sind Seidenproteine, das ist kein Fleck am Haaransatz oder hier, sondern wirklich nur den Einklang wiederfinden. Brauenknochen, Wangenknochen, Nasenknochen, wir haben vorher schon aufgehellt. Jetzt sind Sie mit dem Rouge nochmal vom zweiten Drittel ins erste Licht, Schatten, Licht, Schatten. Und zwischen, das zeige ich Ihnen jetzt mal, zwischen zwei Schatten ist Licht und strafft und liftet und strahlt das Auge nach oben. Diesen Bereich bitte nie vergessen. Ich wandere jetzt gleich, wir waren beim runden Gesicht, was mehr Kontur braucht, dreieckiges Gesicht, zu schmale Gesichter, zu viel Kontur, Gegenteil. Sie haben einen Ohrknorpel, wir setzen wieder von dem an, wir bleiben im zweiten Drittel, wir bleiben im zweiten Drittel, Sie merken, es geht der Stift nicht mehr, kein Problem. Ohrknorpel nochmal, Sie schauen zur Nasenspitze und Sie bleiben bitte auf dem Knochen bis Mitte Pupille. Also hier sind wir unter, hier sind wir auf dem Knochen. Und wenn Sie mal feststellen, hier oben ist zu viel Stirn, was der Friseur immer gern macht, alles runter ins Gesicht reinschattieren. Lass uns doch mal Ihr Gesicht wirken. Sie nehmen nur einen Rosenholzton oder Ihren Aprikoton und schattieren immer leicht hier ab, leicht hier ab. Abschattieren, aber nochmal. Sie kriegen ja von mir die Fibel auch. Ich habe alles nochmal detailliert drinnen. Nur die Freude sollte Ihnen jetzt entgegenkommen, weil Sie einfach das Vertrauen in meine Linie jetzt so wahnsinnig gesetzt haben. Und die Bestellungen sind einfach der Hammer. Darum habe ich mir gedacht, ich mache einen Break, ich mache eine Videobotschaft, dass Sie ganz viel erfahren. Also auch hier nochmal, wir unterscheiden unterm Knochen, wir unterscheiden auf dem Knochen. Das ist immer wichtig. Weniger Kontur braucht das Dreieck. Dreieck. Mehr Kontur braucht das Rund. Und jetzt die Frage in meiner Fibel ist natürlich auch Oval und Viereck. Sie haben als Oval und Viereck ja ganz gewisse Perfektionen. Und ich sage immer Ist-Zustand. Wie Sie sich fühlen, entscheiden Sie selbst. Mehr Kontur, zum Beispiel für den Abend,
weniger Kontur für den Tag, fürs Büro, für die Kinder, fürs Spazierengehen. Aber es bleibt dadurch immer dieser Gegenpol. Die Augen wirken dadurch natürlicher. Bitte immer ans Rouge denken. Und das ist eigentlich schon mal die Grundrichtung. Sie werden es natürlich am Donnerstag auch bei mir nochmal real life sehen, am Modell, an der Janina und an der Madeleine, dass man einfach mal den Unterschied und das Zusammenspiel sieht. Und bitte immer an diesen Bereich auch denken, Haarkante mit ab und dieser Bereich Auge richtig schön mit dem Aufheller dran bleiben. Jetzt sage ich erstmal Tschüss fürs Rouge und wer möchte, die Augenbraue erkläre ich im dritten Video natürlich auch noch.